vielleicht perspektivisch die Reise in die Zukunft geht. Ich dachte, dadurch, dass das die Abschluss-Keynote am Ende ist, kann man sie dann auf die Nachhausereise vielleicht mit dem einen oder anderen Gedanken für die Zukunft schicken und muss nicht mehr ganz so bierernst sozusagen sein. Also nageln Sie mich nicht auf konkrete Jahreszahlen fest. Für die Leute, die im Stream zuschauen, der Hashtag von der Veranstaltung hier ist WG15. Ich versuche hier, falls es Fragen gibt, auf Twitter das so ein bisschen zu monitoren. Dann nachher im Saal hat man ja immer den Vorteil, man kann hinterher Fragen stellen und am Mikrofon stehen. Wenn man jetzt zu Hause am PC sitzt und zuschaut, ist das eben, wie gesagt, über dieses Hashtag möglich. Ich sage ganz kurz ein bisschen was zu meinem Hintergrund. Wir hatten ja gestern eine Keynote eher aus dem wissenschaftlichen Bereich, so zum Einstieg mit dem Peter. Dann am Nachmittag schon was aus der Praxis, aus Megatrend-Themen kam, mit dem Thorsten von Microsoft, auch so ein bisschen diese technologische Komponente. Ich selber bin vom Ausbildungshintergrund Elektroingenieur, habe im Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen in Erlangen angefangen, Satellitenkommunikation und Audiokodierung zu machen und habe dann so Ende der 90er Jahre mich mit dem Thema Wissensmanagement in dem Institut beschäftigt, weil wir damals so eine Größenordnung von ein paar hundert Leuten hatten, wo man schon festgestellt hat, da gibt es ganz viele Probleme mit neuen Wissenschaftlern, die, wenn die anderen in die Wirtschaft gegangen sind, die gleichen Räder nochmal erfinden, die gleichen Fehler wieder machen. Und damals hat der Institutsleiter, der Professor Gehäuser, gesagt, er möchte praktisch parallel in so Stabstellen sich mit dem Thema Qualitätsmanagement nach ISO 9000 sich beschäftigen und auf der anderen Seite eben sehr stark diese Wissensbrille. Und das habe ich gemacht. Wir haben dann auf Konferenzen, weiß ich, die NoTech kennt vielleicht der eine oder andere, so die größte Wissensmanagement-Konferenz in Deutschland, Leute von Audi kennengelernt. Das war so 98, 99, die gesagt haben, sie haben bei sich in der technischen Entwicklung eigentlich genau ähnliche Probleme. Wir haben angefangen, mit Audi Projekte zu machen und das hat recht schnell ein Volumen angenommen, dass wir in 2001 dann eine Firma ausgegründet haben aus dem Fraunhofer-Institut. Und seitdem mache ich sozusagen Wissensmanagement, nicht 100 Jahre, aber 16, 17 mittlerweile schon. Ich sage immer zum Einstieg dazu, weil Wissensmanagement ist so ähnlich wie der Begriff Liebe. Ja, man sagt den und jeder versteht irgendwas drunter. Und wir haben gestern von Peter Heise gehört, die ganze Szene hat für sich noch keine Definition gefunden. Deswegen sage ich gern am Anfang so ein bisschen dazu, wie bei mir so die Rahmung ist. Also zum einen mal beschäftige ich mich hauptsächlich mit dem Thema organisationales Wissensmanagement. Dort kann man auch nochmal differenzieren in Wissensmanagement in Unternehmen und Betriebe, Wissensmanagement in öffentlichen Einrichtungen, wie Hochschulen vielleicht. Es gibt daneben das ganze Thema persönliches Wissensmanagement, lebenslanges Lernen. Es gibt Team-, Prozess-, projektorientiertes Wissensmanagement. Es gibt aber auch die Ebene drüber sozusagen nochmal sowas wie regionales und urbanes Wissensmanagement, also Positionierung von Wissensstätten in der Gesellschaft, Wissensclustern, ja, Regionen versuchen sowas wie Silicon Valley nachzubilden, bis hin zum Thema nationales Wissensmanagement. Wir haben gestern vom Peter gehört, Südkorea hat ein eigenes Ministerium für die Wissensökonomie. Ja, und darum soll es heute nicht gehen, sondern es soll ums Thema Wissensmanagement in Organisationen gehen. Ich sage auch noch dazu, was ich unter Wissen verstehe. Auch dort gab es schon viele lange Diskussionen mit vielen Leuten, mit spannenden Ideen. Ich komme immer wieder ganz gern zu der ganz alten Definition von Platon zurück, der gesagt hat, Wissen ist gerechtfertigte wahre Meinung. Kann man wahrscheinlich alleine jetzt mit einem Glas Rotwein einen Abend füllen dazu. Was ist Wahrheit und wie machen wir Rechtfertigung und so weiter und so weiter. Für mich hat die Definition einen riesengroßen Vorteil und der ist, nach der Definition ist Wissen an den Menschen gebunden. Wir haben in Deutschland eine Historie im Wissensmanagement hinter uns, so beginnend Mitte der 90er Jahre, ja, wo Verbände wie die Bitkom zum Beispiel, das sind so die Oracles und Microsofts und IBMs organisiert, das Thema Wissensmanagement aufgegriffen haben und es kommt so aus der Trajektorie Datenmanagement, EDV, das war irgendwann mal nicht mehr sexy, dann hat man das Informationsmanagement genannt. Und dann so mit dem Dotcom-Boom ein bisschen vorher hieß es auf einmal Wissensmanagement und auf jeder Suchmaschine war das Wissensmanagement-Aufkleber. Und jedes Dokumentenmanagementsystem hat gesagt, ich bin ein Wissensmanagementsystem. Und meiner Meinung nach biegt man da eine falsche Richtung ab. Ja, weil wenn wir eine Erfahrung gemacht haben, ein Projekt gemacht haben und wollen aufschreiben, was wir da gelernt haben, das Dokument, was da entsteht, da ist kein Wissen drin. Da ist mein Versuch drin, das Wissen, was ich im Kopf habe, in dem Dokument zu repräsentieren.
Und dann gebe ich das jemand anderem und es hängt von ganz vielen Faktoren ab. Also wenn ich es Ihnen gebe, ist schon das eine. Ja, wenn ich es ins Internet stelle, ist schon mal erst die Frage, finden Sie es überhaupt oder habe ich ein Passwort davor gestellt? Ja, wenn ich es indirekt gebe, ist die Frage, ist es die gleiche Sprache? Ist es so der gleiche Hintergrund, das gleiche Vorwissen? Da gibt es ganz viele Faktoren, die da in der Kette dazwischen sind und die letztendlich bestimmen, ob irgendein Wissen von meinem Kopf sozusagen zu Ihrem geht. Also das heißt, das wäre auch mal eine schöne Session, vielleicht im Barcamp morgen, auch an Wissensdefinitionen ranzugehen. Meines Wissens nach, die Philosophie versucht das ja auch schon 2000 Jahre oder mehr und ist da auch noch nicht bei der finalen Lösung. Also ich denke, das wird man auch in einer Session nicht final gelöst bekommen. Aber ich finde es wichtig, darüber zu sprechen. Man sagt Wissensmanagement, was versteht man unter Wissen und was entsprechend auch unter Management. Das zweite ist, Wissensmanagement als Gesamtbegriff verstehen wir eigentlich als die Führung und Gestaltung lernender Organisationen. Also so ein bisschen die Metapher des individuellen Lerners auf die Organisation übertragen. Ja, mit der Definition, dass eine lernende Organisation eine Organisation ist mit der Fähigkeit, Wissen zu akquirieren, also von außen reinzuholen, Wissen zu transferieren intern, ja, so Stichwort Globalisierung, von einem Standort zum anderen, von einer Abteilung zur anderen. Und auch Wissen zu generieren, Stichwort Innovation. Ja, das ist heute, wenn ich als, kann als Strategie haben, ich bin so ein Early, also so ein Fast Follower. Ja, ich schaue mir an, was macht Apple und ich versuche Apple hinterherzugehen. Ja, wenn ich sage, ich will eigentlich Apple sein, dann bringt es mir nichts, Wissen von draußen zu holen, weil so das erste iPhone, das musste ich irgendwie selber generieren, dieses Wissen, wie das zu bauen ist. Ja, das heißt, das ist so der dritte Aspekt. Und weitere Fähigkeit, die die Organisation braucht, ist das eigene Verhalten auf Basis von neuem Wissen zu verändern. Und ich glaube, das ist eigentlich mit das Schwerste. Ich komme aus Nürnberg, da gibt es sehr viel brachliegende Industrieflächen, Stichwort Quelle, Stichwort AEG. Ja, bei der Quelle stehen 280.000 Quadratmeter Fläche frei. Das ist das größte leerstehende Industriedenkmal in Deutschland. Ja, und ich will nicht sagen, dass niemand bei der Quelle gesehen hat, dass der Zukunft des Versandhandels im Digitalen liegt und bei Dingen oder Playern wie Amazon oder Alibaba liegt. Aber diese einzelnen Erkenntnisse der Leute innerhalb der Quelle haben nicht gereicht, um die Quelle als Organisation sozusagen zum Umdenken zu bringen. Ja, und das heißt, da wird dann irgendwann, wenn ich vor 5, 6 Jahren noch der Meinung war, der Zukunft des Versandhandels liegt im Druck von so dicken Katalogen und die zu verschicken, dann geht es noch so ein paar Jahre und dann wird irgendwann das Licht ausgeschaltet und der Rollladen runtergemacht und die Leute, die dort arbeiten, müssen sich einen anderen Job suchen. Also so gesehen ist für mich Wissensmanagement auch kein nice to have, was man mal macht, wenn man Geld übrig hat oder Zeit übrig hat. Beides hat man in der Regel in der Wirtschaft nie übrig, sondern es ist letztendlich eine Art Lebensversicherung, eine Investition da rein, dass es meine Organisation, mein Job, meine Rolle 10, 20, 30 Jahre von heute noch geben wird. Und das ist erstmal der Kern. So, dann kann man mal so ein bisschen plakativ in die letzten 100 Jahre des Managements schauen. Da war ich noch nicht geboren. Für mich ist so ein Punkt, und auch heute früh, ich war heute früh am Knowledge Camp gewesen, da ist sofort sehr stark so über Hierarchien und bürokratische Organisationen und so gesprochen worden. Taylor ist sicher so ein Wendepunkt gewesen. 1911 ist das Buch Scientific Management erschienen. Hat sich sozusagen materialisiert sehr stark, dieser Taylorismus in dem Fordwerk, also Stichwort Massenproduktion, Stichwort Arbeitsteiligkeit, Stichwort Trennung von Hand- und Kopfarbeit. Also die White-Collar- und Blue-Collar-Workers, von denen wir in Unternehmen sprechen, ne, die White-Collar-Workers sind die, ich habe kein weißes Hemd, aber die mit weißem Hemd, weil die haben mit Öl und Zange und Hammer in der Regel nichts zu tun. Die Blue-Collar-Workers sind die, die irgendwie die Arbeit tun, die für sie organisiert wurde. Das ist im Prinzip diese ganz harte Trennung in diese zwei Gruppierungen gewesen. Na, der erste Harvard-Degree, also wo man sozusagen Management studieren konnte, 1908 kam der raus, basiert zu 80-90% auf Taylors Gedankengut. Weiß nicht, ich habe es nie erforscht, aber ich würde sagen, sehr viel der Philosophie, der Ideologie in der Managerausbildung bis heute, ja, fußt sozusagen auf dem Gedankengut, ja, fußt auf Hierarchien. Ne? Wir hatten ja als Vorläufer im französischen Fayol Max Weber mit der Bürokratietheorie bei uns, ne? Davor vielleicht noch die ganze Machiavelli und Co., also so militärische Führungsstrukturen im Prinzip. Ne? Und da ist sozusagen sehr viel einfach in das Management von Organisationen eingeflossen.
man könnte jetzt sagen, 100 Jahre, so viel Zeit. Ich glaube, wenn es darum geht, dass sich Einstellungen und Haltungen und Verhaltensweisen von Menschen ändern, Kulturen ändern, ist 100 Jahre gar nicht so viel. Deswegen alles, was wir versuchen wollen zu ändern, es gab jetzt so in diesem Themenfeld Enterprise 2.0 zum Beispiel viele, die vor 10 Jahren gedacht haben, heute ist das final gelöst. Und die sagen, gefühlt sind wir so 2-3 Millimeter von vor 10 Jahren gekommen. Es gibt ein sehr schönes Interview in der Wirtschaftswoche von 2006 mit einem Toyota-Manager, der das erste Werk von Toyota außerhalb Europas aufgebaut hat, in Tschechien, gemeinsam mit PSA. Und er ist gefragt worden von dem Journalisten von der Wirtschaftswoche, was glaubst du, wie lange es dauert, bis das Werk hier so produktiv ist wie eure Werke in Japan? Und seine Antwort war erfahrungsgemäß 12 bis 14 Jahre. Ja, wenn man das in einem Vorstandsbüro heute sagt oder vor einem Kreis von Managern, wird man sofort für entweder bekifft, bekokst oder völlig betrunken gehalten, ja, weil dort nur in Quartalen gedacht wird und alles, was in Quartalen zweistellig wird, ist außerhalb des Kalenders. Also das gibt es im Prinzip nicht. Gut, da gibt es einige Stationen. Ich habe hier auch gar nicht auf Vollständigkeit geachtet. Also wir hatten so 30er Jahre, war das, glaube ich, Hawthorne-Experimente, also wo man so sich mit Motivation und so Dingen beschäftigt hat, wo die Human Relations-Bewegung draus geworden ist. Wir hatten Mitte des Jahrhunderts die Qualitätsbewegung, also Shure, Deming, wo im Prinzip so Statistik, Mathematik, statistische Prozesskontrolle ins Management kommt, also so von Guts her zur Versachlichung, könnte man sagen. Witzigerweise Deming mit seinen Ideen in den USA überhaupt nicht auf fruchtbaren Boden gefallen sozusagen, weil die schon sehr erfolgreich waren. Ja, der ist dann irgendwann in den 70er Jahren von der JUSE, das ist die Japanese Union, irgendwas mit Society of Engineers, glaube ich, heißt das, also so ein bisschen was bei uns der VDI hier ist, nach Japan geholt worden, um Kurse in statistischer Prozesskontrolle zu geben, und das war der Ausgangspunkt der japanischen Qualitätsrevolution. Und es gibt ein schönes Buch, das heißt The Machine That Changed the World, so Ende der 70er Jahre, wo eine Delegation amerikanischer Manager nach Japan reist, um sich dort die Firmen anzuschauen, und der Journalist beschreibt auf dem Rückweg im Flugzeug, wie sich die Manager totlachen, weil sie sagen, die lustigen Japaner, was die da machen mit Fehlerkultur. Ja? 20 Jahre später fahren sie mal nach Detroit, den ganzen Automotive Belt entlang, das ist alles tot dort. Ja, heute in Automobilfirmen wird ähnlich gelacht über Dinge wie das Apple Car oder Google Car oder selbstfahrende Autos oder die lustigen Chinesen, die jetzt auch anfangen, Autos zu bauen. Ja, also auch da ist, glaube ich, wichtig, oder aus der Geschichte heraus kann man sehen, dass Unternehmen, ganze Länder, ganze Branchen, die sehr erfolgreich sind, in sehr, sehr kurzer Zeit im allerschlimmsten Fall nicht mehr existent sind. Ja, und das ist durchaus auch in der ganzen Digitalbranche so. Also wer kennt heute noch Friendster oder MySpace oder Nokia? Wer hat ein Nokia-Telefon noch? Ja, das ist noch keine 10 Jahre. Ja, da ist noch eins. Sehr gut. Sehr gut. Fahne hochhalten. Ja, dann hat man jetzt für das Thema Management auch hochinteressant, oft versucht auch zu kopieren, das sogenannte Toyota-Produktionssystem, was eine sehr, sehr lange Zeit hatte, sich zu kultivieren. Was angefangen hat mit Toyota als einer Webstuhlfirma, also die haben noch nicht immer Autos gebaut, wo damals aber zum Beispiel schon so Prinzipien umgesetzt worden sind, dass in dem Moment, wo an irgendeiner Stelle der Produktionskette ein Fehler auftaucht, die gesamte Produktion auf Null gesetzt wird, also einfach angehalten wird. Und man gemeinsam sich anschaut, wo ist der Fehler, gemeinsam versucht, den zu lösen. Natürlich mit dem Effekt, dass so, wenn man ganz kurzfristig denkt, die Produktivität mal runtergeht, aber aus Lernperspektive mit dem Effekt, dass alle, die dort mitgeholfen haben, in ihrem Bewusstsein gespeichert haben, da ist ein Lessons learned. Wir haben das und das gemacht und dann ist das schief gegangen. Ja, das ist, glaube ich, eines der großen Probleme, warum viele Firmen, die versucht haben, Toyota-Produktionssystem hierher zu kopieren, sozusagen das nicht schaffen, weil bei uns eine andere Fehlerkultur da ist. Es gibt von vor 3-4 Jahren eine Ausgabe von der Brand 1 zum Thema Fehlermanagement. Da ist so ein Fehlerforscher zitiert, der sagt, seiner Erfahrung nach mit Topmanagern würde er sich leichter tun, für einen Artikel mit den Topmanagern über ihr Sexualleben zu sprechen, als über die Fehler, die sie in ihrer Karriere begangen haben. Ja, und das ist, wenn ich eine Kultur habe, wo ich Angst habe davor, einen Fehler preiszugeben, wo ich vielleicht stigmatisiert bin, wenn ich mal ein Projekt an die Wand gefahren habe, also wo jeder versucht, Fehler unter den Teppich zu kehren, werde ich sowas nie kultivieren können, was Toyota hat. Ja, kann man schön sehen, Profitabilität von Volkswagen im Vergleich zu Toyota, was schätzen Sie da?
Beide ungefähr gleich groß, beide bauen ungefähr 10 Millionen Autos im Jahr. Toyota Faktor 2. Ja, das ist, also das kann man bestimmt. Wir werden im Wissensmanagement oft gefragt, wie könnt ihr mir ausrechnen, dass sich das lohnt? Könnt ihr mir ausrechnen, wie der Wirtschaft, sagt man oft, ROI, Return on Invest ist? Wo man immer sagen muss, seriös nicht. Also seriös diese Kette herzustellen von einem Wiki, was man implementiert, von Lessons Learned Workshops auf Euro und Cent, ist bis heute meines Wissens nach nicht gelungen. Man ist dann immer bei so semi-seriösen Business Cases, so die Leute sparen sich 20 Minuten die Woche, mit so einem Stundensatz verrechnet, gibt es ungefähr. Aber das ist alles nicht belastbar. Also man kann es so wirklich auf der einzelnen Ebene nicht ausrechnen, aber man kann es anhand von so großen Beispielen, wo man sagt, ein Unternehmen hat über 100 Jahre eine Fehlerkultur und Lernen aus Fehlern kultiviert und vergleicht das mit dem größten Automobilbauer, den wir hier in Deutschland haben und hat dann einen Faktor 2 in der Profitabilität. Glaube ich, kann man schon sagen, dass da was dran stecken könnte. Ist jemand von Volkswagen hier? Nee. Genau, hatte ich vorhin gesagt, Ford hat dann Deming zurückgeholt in 81 wieder. Ja, dann ging auch die ganze TQM, Total Quality Management Welle in den USA wieder los. Was sicher auch noch ein wichtiger Meilenstein ist, ist Peter Drucker, leider mittlerweile auch verstorben schon. Das war so der erste, der ab den 50er Jahren, 60er Jahren von Post-Capitalist Society, von Knowledge Workern, von Knowledge Economy gesprochen hat, also von der Tatsache, die Peter Heisiger gestern auch in seinem Vortrag schön beleuchtet hat, dass sozusagen das intellektuelle Kapital, das Wissen in Organisationen wichtiger ist als das Materielle. Ja, und er hat so ein paar sehr schöne Zitate, zum Beispiel in Richtung, der Wissensarbeiter ist oft der besser über den eigenen Job Bescheid weiß als der direkte Vorgesetzte. Ja, wenn ich das mit Taylor kontrastiere, wo ich sage, ich habe die Trennung in Hand- und Kopfarbeit, es weiß aber der von dem gemanagt werden soll, besser was zu tun ist, weiß ich baue dysfunktionale Systeme in Organisationen. Na, man sieht es dann auch so im Controlling, kommen so in den 90er Jahren die ersten Ansätze auf, Balance Scorecard, weiß nicht, wer das kennt. Na, man hat ja oft so den Aspekt, in der Wirtschaft wird in der Regel nur Geld gemessen, auch wenn man so die Börse mal vor der Tagesschau sieht, da geht es immer um Aktienkurse und um Dividende und um Umsätze und Gewinne. Ja, Balance Scorecard von Kaplan und Norton, das war so das erste Messinstrument in der Wirtschaft, was angefangen hat zu sagen, eigentlich, wenn wir versuchen, nur über Geld zu steuern, ist es so, wie wenn wir einen Baum wachsen lassen wollen und ziehen an den Blättern dafür. Und diese Baummetapher ist, gibt es eben auch für die Balance Scorecard so eine Visualisierung, der Baum hat irgendwo unter der Erde Wurzeln, und dann den Stamm und dann die Äste und dann die Blätter. Das heißt, ich muss mich eigentlich um diese Wurzeln des Erfolgs kümmern. Und die Balance Scorecard heißt deswegen so, weil die hat vier Perspektiven. Ganz unten, also die Wurzeln sozusagen, ist die Lernperspektive. Darüber gibt es die Kunden- und die Prozessperspektive. Und darüber gibt es dann die Finanzperspektive. Und das ist genau diese Baummetapher. Nicht nur an die Blätter denken, sondern eben auch an die Wurzeln. Das war so in der Balance Scorecard wichtiges Thema. Ja, Hito Tsubashi Business School, das ist die Business School, zu der Nonaka gegangen ist. Ich weiß nicht, ob Sie es noch in Erinnerung haben von der Keynote gestern. Der Nonaka, diese Knowledge Spiral, das ist so eines der zentralen Modelle im Wissensmanagement aus dem Buch The Knowledge Creating Company. Bildet so diese Transformation, implizites in explizites Wissen in so einer Spirale. Das ist im Wesentlichen ein Modell für einen Innovations- oder Wissensgenerierungsprozess. Ja, und das ist sozusagen mit nach Hito Tsubashi, also nach Japan gewandert und ist dort auch Teil des MBAs. Die MBA-Studenten müssen dort viele soziale Projekte machen, also man fühlt diesen Programmen an, dass da so eine andere Geisteshaltung drunter steckt. Und Nonaka war so meines Wissens nach in 86, Mitte der 80er Jahre, so der erste, wo das Thema Wissensmanagement so richtig in einem Business-Kontext aufgetaucht ist und breit geworden ist. Auch noch ganz spannend, komme ich nachher nochmal drauf, ISO 9000, das ist ja so bei denen, weiß nicht, wer arbeitet in der ISO 9000 zertifizierten Organisation? 1, 2, 3, ja, nicht so viele. Also im Prinzip in der Industrie ist das eigentlich die zentrale Management-Norm, nachdem jeder, der für den Volkswagen-Konzern den Sitz liefert oder so, zertifiziert sein muss. Ist weitläufig bekannt als Qualitätsmanagement-Norm, ist aber eigentlich eine Management-Norm, die Grundidee des prozessorientierten Managements und der
kontinuierlichen Verbesserungen in die Organisationen bringt. Ja, und ich sage es deswegen, weil wir dieses Jahr da eine größere Änderung haben, die uns ab dem Herbst in dem Themenfeld Wissensmanagement einen sehr großen Schub geben wird. Und dazu sage ich aber nachher am Ende nochmal ein bisschen was. Also das ist so die Geschichte. Wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit, sondern das kann man im Prinzip beliebig noch auskleiden. Dann ein Satz noch. Wir hatten gestern die Produktivität 4.0 auf der Folie stehen. Das haben wir jetzt in den letzten 5-6 Jahren so ungefähr gesehen, vielleicht sogar ein bisschen mehr mittlerweile schon. Es tauchen beginnend mit dem Web 2.0 diese ganzen X.0-Metaphern auf. Es ist wieder mit dieser IT-Orientierung, merkt man halt, dass Organisationen wie IBM oder Microsoft sehr viel Kraft hinter Marketingmaschinerie bekommen und die haben dieses Label Web 2.0 aufgeblasen und wir sind am Ende wieder in so einer Situation, wo das Wiki-System oder der SharePoint-Server, den man in der Organisation hat, oder die Suchmaschine mit Wissensmanagement gleichgesetzt wird. Na, und deswegen nur ganz kurz als einen Überblick mal so ein bisschen eine Einordnung, was sind eigentlich diese ganzen X.0-Themen? Na, wir haben ja das Wirtschaftsministerium mit Gabriel, die sprechen von der Industrie 4.0 mittlerweile. Und das ist im Wesentlichen diese Kette, also sprich von 1800 irgendwas, Wasser und Dampfkraft bei Webstühlen. Nächster Schritt, arbeitsteilige Massenproduktion, also Stichwort Taylor. Dann so 60er, 70er Jahre, das Einziehen von Elektronik und IT in die Unternehmen. Großrechner, IBM-Großrechner, Produktionssteuerung. So, und bei dem 4.0 spricht man von sogenannten cyberphysischen Systemen, also Systemen in der Industrie, wo ein Werkstück zum Beispiel schon von Anfang an weiß, was es werden will und mit den Maschinen auf dem Weg dorthin kommuniziert und die steuert. Also wer, was weiß ich, kann man mal so ein, als Spaß sich Charlie Chaplin moderne Zeiten anschauen, wie so eine Automobilproduktion in den 30ern ausgesehen hat und dann, ich meine, hier haben sie die gläserne Manufaktur, das ist nicht ganz ein Vergleich, aber wenn man mal so bei Audi oder BMW in die Produktion geht, da steht niemand mehr am Band. Ja, also das ist sozusagen alles komplett durchautomatisiert und per Roboter, da gibt es schon noch ein paar Leute, die diese Roboter und Produktionssysteme im Auge haben müssen, aber das gibt es nicht mehr und das wird mit diesem Ansatz cyberphysische Systeme noch weniger werden. Die Frau Nahles im Bundesarbeitsministerium konnte es natürlich nicht auf sich sitzen lassen, dass Gabriel da so ein schönes Meme hat. Ja, und die haben jetzt vorletzte Woche den sogenannten Dialog Arbeiten 4.0 gestartet. Was ihr davon gehört hat, gab es in der Bertelsmann Hauptstadtrepräsentanz ein Barcamp Arbeiten 4.0. Ja, und die verwenden im Prinzip so die gleiche Taktung, also so Arbeiten 1.0 ist so das erste Mal, wo man nicht mehr der Bauer auf seinem Hof pflückt seine Tomaten, sondern es geht so um Organisationen von Arbeit. Dann so Arbeiten 2.0, sagen Sie, das ist im Wesentlichen die Effekte bekämpft, die ich durch diese größeren Betriebe bekomme und sie nimmt da das Entstehen von Sozialversicherungen als Ausgangspunkt, also sozialversicherungspflichtige Jobs. Arbeiten 3.0 ist bei Ihnen so im Wesentlichen die Einführung der Betriebsverfassung, also Mitbestimmung, Sozialpartner, die auf Augenhöhe, Management, Betriebsrat bestimmte Themen aushandeln. Ne, und wo ich eben zum Beispiel heute, wenn ich sage, ich will so ein soziales Netzwerk einführen, kann das Management nicht einfach machen, sondern gibt es im Betriebsrat einen IT-Ausschuss und mit dem muss ich drüber sprechen, ob das für die Mitarbeiter negative Auswirkungen hat. Und wenn der Meinung ist, dass es die hat, dann kann ich mein System nicht einführen. Also da ist man schon ein ganzes Stück weg von so Management nach Gutsherrenart. Ich weiß das aus leidiger Erfahrung, weil man sitzt auch oft in langen Runden und versucht zu überzeugen, weil eigentlich will man ja was Gutes für die Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist aber auch eine ganz gute Geschichte, dass wir da doch mittlerweile sehr viel Augenhöhe in Unternehmen schon haben. Na, am Ende, wenn Sie sich die Webseite mal anschauen von dem Arbeitsministerium, steht da so im Wesentlichen, was ist Arbeiten 4.0? Nichts Genaues weiß man nicht. Ja, also Sie schreiben da auch nicht hin, was es ist, deswegen starten Sie den Dialog. Sie sagen nur, es hat irgendwas zu tun mit vernetzt und digital und flexibel. Und das sind so ungefähr die Schlagworte, die ja im Moment an ganz vielen Stellen, in ganz vielen Communities sozusagen auftauchen und da entsprechend bemüht werden. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ich glaube, der Thorsten hatte die Jahreszahl gestern in seinem Vortrag Entstehung des World Wide Web 1991. Das ist genau das Jahr, wo ich das Studieren angefangen habe. Da kam bei uns auch gerade so der sogenannte ZIP-Pool mit Rechnern. Und wir saßen dann da vor so einem Browser und keiner wusste, was man da für eine Adresse eingeben soll. Und
Gab es so die ersten, die wussten, unter welchen Adressen man Inhalt findet. Also das weiß ich noch sehr genau. Und das Web 1.0 ist halt im Wesentlichen eines, ich habe jetzt mal HTML als Platzhalter hingeschrieben, wo die Leute, die beitragen wollten, halt bestimmte technische Kenntnisse haben mussten, um überhaupt mitzumachen. Also man musste da mit Emacs und VI und so weiter HTML coden, musste wissen, wie so ein Webserver funktioniert und so weiter. Und es war halt im Wesentlichen unidirektional. Also ich habe Dinge konsumiert, entweder Inhalte oder später dann die E-Commerce-Welle. Ich habe was gekauft im Web, aber ich habe eigentlich nicht mitgemacht. Ich habe nichts beigetragen. Und das ist so eigentlich das Kippen dann, das Web 2.0, proklamiert in 2004, 2005 von Tim O'Reilly, vom O'Reilly Verlag. Der sagt eben, das Web 2.0 ist eine Plattform der Partizipation, ist zum Mitmachen geeignet. Und dann auf der Basis eben Dinge wie Wikis, Weblogs und so weiter, soziale Netzwerke. Das sind so entsprechend die Phänomene, die wir da heute eben sehen. Und das ist gerade mal 10 Jahre her. Ich habe das jetzt hier mal eigentlich synchron gemacht, das muss man so ein bisschen versetzen. Dieses Web 2.0 im übertragenen Sinne auf Unternehmen benennt man dort mit Enterprise 2.0. Ist so im Wesentlichen, kann man sagen, vielleicht so 8 bis 10 Jahre versetzt. Also wir hatten Mitte der 90er Jahre die ersten Weblogs im Netz. Mal Siemens mit der Siemens Blogosphere als interner Blogplattform den Startpunkt legt. 2005 tauchen die ersten Weblogs in Organisationen auf. Ward Cunningham hat sein Wiki 1998 ins Netz gestellt. 2007, 2008 war in der Notex so die große Welle Wiki-Einführung in Organisationen. Und ungefähr 2010 ging es los mit sozialen Netzwerken, Facebook-artigen Strukturen. Also das mal so zum Überblick für diese Begrifflichkeit. Ich habe mit dem Ulrich Schmidt, der da auch sitzt, wir haben so einen Podcast, der heißt Knowledge on Air. Und da tun wir mal so Themen, die uns umtreiben. Also wenn in der Wirtschaftswoche Manager-Magazin irgendwelche Buzzwords auftauchen und es auf einmal HR 4.0 und was weiß ich, 7.0 gibt, dann tun wir das in so einem Podcast mal behandeln und einmal neulich mal 1/4 Stunde darüber gesprochen. Also wer da so ein bisschen tiefer rein will und vielleicht eine Heimreisezeit hat, kann sich den Podcast abonnieren und anhören. Genau, was für mich so ein wichtiger Punkt noch ist, deswegen habe ich diese Punkt-Null-Geschichte mal mit reingenommen. Es gibt den Gary Hamel, das ist so in der Managementforschung ein recht bedeutender Professor aus USA. Habe ich Ihnen auch das Video mal verlinkt, Reinventing the Technology of Human Accomplishment, was ich für sehr gut empfinde. Und der sagt, eines der Grundprobleme, die wir im Management heute haben, ist, dass ein Großteil der Methoden und Tools, die heute eingesetzt werden, im letzten Jahrhundert entwickelt worden ist von Leuten, die im vorletzten Jahrhundert geboren worden sind. Ja, also sowohl Taylor, alles was da rauskommt, Massenfertigung, Akkordarbeit, Paper Performance, Management by Objectives, Performance Reviews, also diese ganzen Instrumente, die kommen eigentlich alle, sagen wir mal, aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und er vergleicht in dem Talk Management mit einer Technologie und stellt mal die Hypothese auf, so eine Technologie folgt ähnlichen S-Kurven wie im Technologiebereich auch. Also das heißt, wenn so eine neue Technologie aufkommt, ist die Entwicklung erstmal langsam, dann fangen viele Leute an, sich damit zu beschäftigen, dann wird es sehr steil, es passiert sehr viel und dann ist die Technologie sozusagen reif und dann geht es wieder in so eine Sättigung. Ja, kann man so mit dem iPhone vergleichen, als die Smartphones aufkamen, da ist sehr viel passiert. So, und jetzt gucken wir schon auch noch, müssen da 3 oder 5 Kameras dran sein, aber im Wesentlichen sind wir jetzt gerade wieder in so einer flachen Phase. Und er sagt halt, sozusagen dieser Zeitraum von 1900 bis 2000, der hatte im Wesentlichen das Kennzeichen, dass das Umfeld sehr stabil war, dass Nachfrage ständig gestiegen ist, dass im Wesentlichen die Herausforderung war, wie kriege ich genug Stück von, nehmen wir mal den Ford, von der Tin Lizzie produziert, ja. Wie kriege ich das organisiert, wie kriege ich Mitarbeiter schnell dafür geschult. Und das, sagt er einfach, sind Umfelder, die wir heute so nicht mehr haben. Ja, weil, und das hat, glaube ich, auch der Thorsten gestern in seinem Vortrag gehabt, wir einfach sehr viele Entwicklungen haben, die auf so exponentiellen Kurven verlaufen und wir damit eben sehr viel Dynamik und Komplexität und Veränderung bekommen, die wir höchstwahrscheinlich mit Werkzeugen, die für eher langsamen Wandel gemacht worden sind, nicht stemmen können. Ja, und das ist der Grund, warum ich den Vortrag heute mal Wissensmanagement 2.0 genannt habe, weil ich glaube, dass wir in den Organisationen
so schnell wie irgend möglich darüber anfangen müssen, und zwar ernsthaft anfangen müssen, nachzudenken, wie wir das Management, die Gestaltung in den Organisationen für das nächste Jahrhundert eben tun. Wir sind, glaube ich, gerade noch so in der Phase, wo jeder, egal ob er jetzt ein Unipräsident ist oder ein Vorstand einer Organisation oder Personaler irgendwo in dieser Tradition sozusagen noch so weitermacht. Und man hört immer mehr von Disruptionen und schwarzen Schwänen und wie die Theorien alle heißen. Und ich denke mal, dass wir so für das nächste Jahrhundert, damit wir da gut bestehen und es uns weiterhin gut geht, einfach auch neue Methoden und Ansätze brauchen. Ich glaube nicht, wir brauchen eine Revolution und Leute mit Mistgabeln auf den Straßen, aber es sind einfach viele Dinge in so Organisationen, die auf das Umfeld heute nicht mehr passen. Also das ist so die, weiß nicht, wer das kennt, das wird in der Wirtschaft sehr viel verwendet, dieses VUCA-Meme. Das kommt von der amerikanischen Militärakademie. Das steht im Prinzip für den Übergang von Stabilität zu Volatilität, Uncertainty, also Unsicherheit, Complexity. Wir können in vielen Bereichen eigentlich Entwicklungen gar nicht mehr durchschauen, so recht. Wir kennen oft die Player nicht, wir kennen die Wirkzusammenhänge nicht. Und Ambiguity, also wir können auch gar nicht mehr scharf sagen, was ist eigentlich das Phänomen, was da gerade passiert. Und das führt einfach dazu, dass es von so einem sehr strukturierten Mauer eigentlich eher zu so einem Puzzlehaufen wird, der sich vielleicht jede Sekunde umkonfigurieren kann. Genau, warum sollte man dann sich mit Wissensmanagement beschäftigen? Da gibt es ganz verschiedene Argumentationen. Also mal so bei dem Positiven angefangen, Wissen als Erfolgsfaktor. Ja, die Befragung heute auf Knowledge Camp, der Professor Pawlowski hier von der TU Chemnitz, Lehrstuhl für Personal und Führung ist da, der hat vor einigen Jahren mal eine Umfrage gemacht unter 1340 mittelständischen Geschäftsführern. Ja, und da sagt ein Großteil, dass für sie so Dinge wie strategische Handhabung von Wissen und Differenzierung durch spezielles Know-how viel wichtiger sind, um im Wettbewerb zu bestehen, als der günstigere Preis im Vergleich zum Wettbewerb. Also die sagen, es zahlt sich aus, sozusagen sehr fokussiert darüber nachzudenken, was ist denn die Wissensdomäne, die für mich relevant ist. Ja. Vielleicht auch noch interessant, der Most Admired Knowledge Enterprise Award, der wird mittlerweile auch seit 10 Jahren vergeben. Einmal für Amerika, einmal für Europa, einmal für Asien, und dann gibt es so einen Overall-Winner. Da gab es so 2005 so ein kleines Erdbeben, weil dann mit Toyota das erste Mal eine nicht-amerikanische Firma gewonnen hat. Muss man dazu sagen, da wird auch von Amerika aus organisiert, der Preis. Und die schauen immer bei denen, die gewinnen, also bei den Top 10 Gewinnern, wie stehen die denn von der finanziellen Performance im Vergleich zu den Fortune 500. Und da hat man so ungefähr diese Spanne von Faktor 2. TRS steht für Total Return on Stakeholder Invest. Faktor 2, was ich als Stakeholder bekomme von dieser Firma im Vergleich zu anderen. Also auch da kann man sagen, Wissen zahlt sich aus, ganz egal, wie man zu kapitalistischen Systemen steht. Jetzt noch ein bisschen die unschönere Seite. Ich weiß nicht, das hat man ja auch mehreren, also sowohl Süddeutsche, FAZ, die Welt, Wirtschaftswoche und so, kommen immer mehr dieser Studien. Was werden wir denn durch exponentielle Entwicklungen im Bereich Computing an Jobs verlieren in der Zukunft? Ja, da gibt es diese Osborne-Frei-Studie aus England, die gucken sich mal an. Tätigkeitsklassen entlang der Berufsklassifikation des Arbeitsamts, schauen auf den amerikanischen Arbeitsmarkt und schauen mal, welche dieser Tätigkeiten mit welcher Wahrscheinlichkeit in den nächsten 5 bis 10 Jahren abgelöst wird, und projizieren das dann auf den amerikanischen Arbeitsmarkt und kommen dann in dem Fall jetzt hier zu so einer Prozentzahl von 47% der Berufe, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, in den nächsten Jahren wegzufallen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Indiba, glaube ich, beauftragt, die gleiche Studie für Deutschland durchzuführen, die ist jetzt vor ein paar Wochen veröffentlicht worden, kommt man auf 52%. Also das ist ungefähr die gleiche Größenordnung. Am Ende, wenn Sie heute Taxifahrer sind, ist im Prinzip für Sie egal, ob Sie von Uber ersetzt werden, indem Privatleute Sie transportieren, oder ob Sie durch Google selbstfahrendes Auto ersetzt werden. In 10 Jahren sind, das ist so die Klasse an Jobs, die das höchste Risiko hat, alles was mit Logistik, Dinge bewegen, hin und her fahren, Züge fahren, Lastwagen fahren, glaube ich, keine gute Idee mehr, als Job haben zu wollen. Na, ob das so weit geht wie das Klonen hier, das ist ein japanischer Professor, der sozusagen seinen eigenen Klon schon hat, also der forscht im Bereich künstliche Intelligenz, also die nächste Generation an Robotics, die halt nicht mehr so aussehen wie so ein KUKA-Roboter, der Teile zusammenschweißt, sondern die quasi humanoide Roboter sind. Das klingt jetzt für uns vielleicht erstmal so total wie Aliens oder Raumschiff Enterprise,
In Japan sind mittlerweile die Verkehrseinweiser im Straßenverkehr, wenn irgendwo Baustellen sind, humanoide Roboter. Und es sind die ersten Kaufhausketten, die im Vertrieb, also in der Verkaufsberatung, Roboter einsetzen. Das mal 10 Jahre weiter projiziert, ja, und mal so die Fähigkeiten, auch wenn man sich anschaut, was Google beispielsweise im Moment für Firmen akquiriert. Weiß nicht, wer diesen Hund schon mal gesehen hat. Ist jemand? Boston, was ist Boston? Boston Dynamics. Die haben Boston Dynamics gekauft. Ne? Also die investieren im Moment, das sind so die zwei großen Investitionsfelder, Robotics, künstliche Intelligenz, Cognitive Computing. Und da werden genau solche Dinge rauskommen. Deswegen habe ich es aber nicht gezeigt. Ich wollte noch mal zeigen, Standard & Poor's Index, wenn man sich nimmt und vergleicht mal da die letzten 100 Jahre, dann ist die Lebenserwartung von Firmen von 67 Jahren auf 15 Jahre geschrumpft. Also das heißt, deswegen sage ich, dieses Thema Wissen ist nicht so ein nice to have und das kann man mal machen, wenn Zeit ist, sondern das ist wirklich essentiell, um in der Gesellschaft, in der Ökonomie, in die wir uns reinbewegen, sozusagen dauerhaft bestehen zu können. Jetzt habe ich einfach mal so eine ganz kurze Reise durch so ein paar Praxisbeispiele. Ich sage Lernen der Organisation, das ist erstmal ein sehr abstraktes Konzept. Was sind da so heute ganz konkrete Dinge, die in Unternehmen im Bereich betriebliches Wissensmanagement gemacht werden? Ja, nehmen wir mal so das Thema Lernen einzelner Personen. Sagen wir mal so bis vor 5, 6 Jahren, ich komme aus Nürnberg, da gibt es den Nürnberger Trichter. Also diese Schulidee, man steckt so einen Trichter in den Kopf und füllt da Wissen ein. In vielen Unternehmen abgebildet als, es gibt einen Weiterbildungskatalog, es gibt Kurse, Leute sitzen, Frontalbeschallung, man hört sich was an. Die HR-Funktionen versuchen seit 10 Jahren irgendwie die Wirksamkeit davon nachzuweisen und sind heute immer noch mehr oder weniger auf dem Stand, Stunden in Trainingsräumen zu zählen. Ja, also, und das ist letztendlich was, wo man sagt, das reicht nicht. Dort ist insbesondere dieses ganze Thema informelles Lernen ein großes, also formelles versus informelles Lernen, so ähnlich wie bei Organisationen, ne? Wer so einen ersten Tag in der Firma hat, kriegt vielleicht von irgendjemand links das Organigramm gezeigt, im Sinne von, das ist unsere Firma, und dann schaut man da mal so ein bisschen außen rum und sieht, oh, das sieht aber ganz anders aus. Ja, die informelle Organisation, da gibt es Netzwerke, da gibt es Brücken, da gibt es Kreise, die sich treffen. Also da gibt es eine ganze Menge Dinge, die im Organigramm nicht verzeichnet sind. Und so ähnlich ist das mit formellem und informellem Lernen, glaube ich auch. Es ist nur im Sinne der Gestaltung der Organisation nirgendwo auf dem Radar, das zu pushen. Ja, also dieser Nürnberger Trichteransatz, das ist so in den 90er Jahren losgegangen. Da hat man gesagt, naja, wenn die nicht mehr im Klassenraum sitzen, sondern wir ihnen ein schickes E-Learning geben und sie sich das am Rechner anschauen, dann brauche ich den Trainer nicht mehr und den Klassenraum nicht mehr. Ja, und das ist aber im Wesentlichen noch der alte Lernansatz. Also es ist halt formalisiert, auch wenn es mit elektronischen Medien ist, aber es ist im Wesentlichen noch kein anderer Ansatz des Lernens sozusagen. Ja, und das ist, glaube ich bin nicht der Meinung, dass das Thema formelles Lernen in Organisationen keine Rolle mehr spielt in Zukunft. Ich weiß auch nicht, wie wissenschaftlich fundiert das ist, das kommt aus der englischsprachigen Wikipedia, aber ich finde es als Erklärungsmodell ganz gut. Da sagt man nämlich, also auf der X-Achse ist die Kompetenz und die Performance über die Zeit aufgetragen und man sagt, wenn ich noch sehr wenig weiß über ein Thema, irgendwas noch nie gemacht habe, also wenn ich noch nie ein Projekt gemanagt habe zum Beispiel, ist es gut, mal so einen Grundlagenkurs zu machen und über diese Stufen oder ein Buch zu lesen. Ich weiß irgendwas drüber, ich kann es machen nach einem Rezept, bis hin zu, ich kann sozusagen selber was zu der Domäne beitragen, also was hier mit I adopt and adapt gemeint ist. Ja, so, wenn ich in den Bereich komme, dann gibt es irgendwann für mich keine Kurse mehr und keine Bücher mehr, sondern ich bin der vielleicht dann die Kurse irgendwann machen kann. Ja, wir haben viel mit Adidas zu tun, das sind Textildesigner, die kann ich an keine Textiluni an der Welt schicken, weil die für ihren Fußball oder ihren Schuh das beste Wissen auf der Welt haben. Und es ist interessanter, die Designer an den verschiedenen Standorten miteinander zusammenzubringen. Vielleicht zusätzlich mit Wissenschaftlern und Sportlern. Ne, aber ich komme halt mit diesem Kursmodell und mit dem formalen Lernen letztendlich nicht weiter. Ja, und das habe ich jetzt auch mal, ich habe jetzt einfach mal so ein paar Praxisbeispiele mitgebracht. Das kommt aus dem Adidas-Projekt, wo eben der Grundansatz auch war von diesem sehr formalen, top-down-kontrollierten Klassenraumlernen, ergänzt mit E-Learning, zusammengeführt wieder in Blended Learning, die Waage einfach mehr kippen zu lassen in Richtung Social Learning, was bottom-up getrieben ist und mit der Vision von sogenannten Self-Directed Lifelong Learners verbunden ist, also wo man wirklich an die Mitarbeiter die Botschaft sendet, wir wollen, dass ihr euch selber überlegt,
was ihr für euren Job in Zukunft lernen müsst. Ja, wenn ich 100 Jahre Leuten eine Konsumentenhaltung antrainiere und sage, dein Chef sagt dir, was zu tun ist und in welchen Kurs du gehst, dann dauert es auch eine Weile, bis ich das wieder kipp und sage, es ist völlig okay, wenn du hier mal 1.000 Euro ausgibst und auf eine Konferenz fährst, weil du glaubst, das bringt dir mehr, als in den Kurs bei uns zu gehen. Ja, das geht nicht von heute auf morgen. Ja, und das ist so ein Meme, was eben da viel verwendet wird, ist auch schon recht alt, Center for Creative Leadership, glaube ich, ist auch 90er, dieses 70-20-10 Modell, ne, wo man im Wesentlichen sagt, da kommt jetzt auch so eine Adidas-Folie, wir investieren 95% des Budgets eigentlich in das, was nur 10% des Impacts bringt, ne, nämlich dieses Lernen in Kursen. Und diese 70 und die 20 stehen für das Lernen von Kollegen, also sich auszutauschen, über Erfahrungen zu sprechen und einfach Learning on the Job, also Lernen durch harte Herausforderungen im Job. Ja, dann ist natürlich auch interessant, wenn jemand in einem Adidas-Team die Olympiade gemanagt hat oder die Olympiade in Russland und knappes Jahr später ist die Weltmeisterschaft in Brasilien. Das sind beides Großsportveranstaltungen, da gibt es ganz viele Erfahrungen. Wenn ich die Teams zusammenbringe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Brasilien besser läuft. Ja, und das geht aber nicht über diesen Ansatz Kurse im HR-Weiterbildungskatalog. Ja, da haben wir auch mal so eine Geschichte gemacht, ne, wie das heute aussieht. Ein Adidas-Mitarbeiter, der gerne ein besserer Projektmanager werden will, registriert sich per E-Mail für einen Kurs. Dann dauert es erstmal Monate, bis überhaupt so ein Kurs wieder stattfindet. Dann sitzt man da in so einem trockenen Klassenraum und hört sich da was an. Und hinterher, so erfahrungsgemäß, die Lernkurve geht dann schnell wieder nach unten. Und das, was dort so als New Way of Learning benannt ist, ist eben die Idee, ich registriere mich, ich werde sofort Mitglied in der Lerncommunity, kriege vielleicht einen Mentor an die Seite gestellt, ich bekomme eine kuratierte Liste von YouTube-Videos oder MOOCs, ich bekomme Buchempfehlungen, ich kriege einen Kaffeetermin vorgeschlagen mit einem erfahrenen Projektmanagement-Experten, ich kann im Wiki, im Blog Dinge lesen dort, dann habe ich vielleicht auch einen Präsenztermin, wäre dann hinterher Bestandteil einer Projektmanager-Community, also das ist sozusagen vom Repertoire viel, viel breiter als so, wie es eben bisher hauptsächlich war, Kursen, die in 4x2 Tage Workshop mit PowerPoint und mehr oder weniger guten Kaffee stattfinden. Für die, die Folien fotografieren, die sind alle Creative Commons Lizenz, also Sie können die gerne als PowerPoint auch haben und weiterverwenden. Genau, anderes Beispiel, informelles Lernen, ganz Neues, nämlich von heute Morgen. Barcamps verbreiten sich in Organisationen. Ich war heute Morgen drüben auf dem GFM Knowledge Camp. Ja, da gibt es ja auch viele Organisationen, die intern so Konferenzen machen mit vorgegebenem Programm und so weiter. Bei so Barcamps wird im Prinzip das Programm mit den Teilnehmern vor Ort gemacht. Also die Leute kommen, heute früh waren da 80, 90 Leute, Bildungswerk der sächsischen Wirtschaft. Man macht innerhalb von einer Stunde eine Vorstellungsrunde, wo sich alle kurz vorgestellt haben, wo mit allen gemeinsam das Programm gemacht wird. Man sieht hier, das sieht nicht ganz so schick gedruckt wie das Programm von hier aus, aber es ist immerhin in 5 Räumen parallel mit 5 Sessions hintereinander Programm, was nicht alles Vortrag ist. Da sind viele Diskussionsrunden dabei und Demos und Tutorials. Und das ist was, was man auch sozusagen in den Unternehmen sieht, dass das mehr und mehr kommt als Format des informellen Lernens. Also die Telekom ist meines Wissens nach am weitesten. Die haben dieses Jahr jetzt das 11. Barcamp gehabt. Machen das in so einem Halbjahrestakt, also sind so gute fünf Jahre mittlerweile dabei. Ja, und da gibt es immer mehr Firmen, wo man eben mitbekommt, dass intern eben so Barcamp-Formate auch gemacht werden. Andere Geschichte, Working Out Loud, schwappt gerade aus den USA als Methode sozusagen rüber, da steckt die Grundidee dahinter. Ich habe jetzt blöderweise mein Buchkopf hier auf dem Knowledge Camp gelassen, jetzt hätte ich es mal hochhalten können. Also Working Out Loud bedeutet, andere an dem, woran ich gerade arbeite, partizipieren zu lassen und damit eben die Möglichkeit zu schaffen, von anderen Feedback zu bekommen, aber natürlich auch anderen zu zeigen, das habe ich schon gemacht, wenn du das brauchen kannst, sprich mich an oder ich poste es direkt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt den Vortrag hier gehalten habe, werde ich meine Folien auf Slideshare stellen, werde es auf Twitter posten, wer die Folien brauchen kann, soll sie sich nehmen. Das ist kein reiner Altruismus, sondern Leute, die das interessieren, die werden sich mit mir auf Twitter vernetzen und werden dann dadurch sozusagen in meinem Netzwerk sein. Wenn ich mal eine Fragestellung oder ein Problem habe, funktioniert der gleiche Mechanismus. Ich poste das Problem oder die Fragestellung, ich habe Leute in meinem Netzwerk, die sich vielleicht daran erinnern, oh, da habe ich mir eine Stunde Zeit gespart, weil ich mir 3 Folien klauen konnte, jetzt nehme ich 10 Minuten in die Hand, um Simon zu helfen.
Ja, und dieses Working Out Loud ist im Prinzip so eine Paketierung, also da gibt es so einen Ansatz innerhalb von 12 Wochen in sogenannten Working Out Loud Circles, die durch so Circle Guides, gibt so ein Format, man trifft sich einmal eine Stunde in der Woche, wo man das sozusagen erlernen kann und das entweder dann mit Ziel offenes Netz oder natürlich auch in Unternehmen hat man so Plattformen wie Twitter, wie Facebook, mittlerweile würde ich sagen standardisiert in fast jeder Organisation. Stichwort Geheimhaltung, will ich ja vielleicht nicht irgendwie, wenn ich bei Audi bin, eine Erfahrung gemacht habe, die auf Twitter stellen, damit die BMW-Ingenieure davon auch lernen können. So. Wäre vielleicht im Kontext der Wissensgesellschaft auch nicht verkehrt, aber da gibt es dann immer noch so Dinge wie Geheimhaltung und so weiter. Also das ist ganz interessant, workingoutloud.com und workingoutloud.de sind die zwei Webseiten, wo eigentlich das ganze Material über die Methode zu finden ist. Ich kann das jetzt hier, wie gesagt, nur kurz anreißen. Was auch recht stark im Kommen ist, das ganze Thema Massive Open Online Courses. New York Times hat, glaube ich, 2012 schon zum Jahr der MOOCs erklärt. Da gab es ja viel Hypes und man dachte, man kann die ganze Bildungsmisere und alles lösen mit diesen MOOCs. Mittlerweile ist man da, glaube ich, doch, ich weiß nicht, ob da nach diesem Hype-Cycle-Theorie im Geistestal der Tränen oder irgendwo. Also ich glaube, man kommt so ein bisschen da auch wieder raus und weiß, wo die Sinn machen und wo sie keinen Sinn machen, dass sie wahrscheinlich ein Bildungsproblem in der dritten Welt nicht lösen werden. Aber in Organisationen, und das ist ja mein Kontext, stellt man eben fest, dass es viele Themen gibt, wo solche MOOCs geeignet sind, einfach viel größere Mengen von Leuten mit bestimmten Fragestellungen zu erreichen. Also so ein Projektmanagement-Kurs, den ich vielleicht normalerweise mit 20 Leuten in einem Seminarraum mache, den kann ich problemlos auch mit 3000 Leuten in einem MOOC spielen. Und so ist beispielsweise, jetzt auch nur ein Beispiel rausgegriffen, die Telekom mit dem Magenta-MOOC im letzten Jahr, die haben einen großen MOOC gemacht mit 3.500 Mitarbeitern drin, wo es eben darum ging, so Themen wie Innovation Thinking und Entrepreneurship, also Innovationsförderung von innovativen Geist bei den Mitarbeitern als MOOC intern gespielt haben. Ja, und da gibt die Credit Suisse und also gibt es eine ganze Stange von Unternehmen, die jetzt im letzten Jahr, da war es noch vereinzelt, in diesem Jahr ist es wirklich in Breite, dass man sieht, dass das ein riesengroßes Phänomen ist. Flipped Classroom ist auch so ein Thema. Bei MOOCs ist es ja so, jetzt nicht so tief drauf ein, in X-MOOC, C-MOOCs und was es da noch so alles gibt. Aber im Prinzip stellen die ja ganz oft diesen Klassenraumansatz so ein bisschen auf den Kopf. Also so klassische Klassenraum ist, Leute kommen, hören sich irgendwie eine Vorlesung an und dann gibt es eine Hausaufgabe, wenn man mal so ganz einfach das zeichnet. Ja, und das heißt natürlich, dass jemand, der so ein Training macht, oder, also im Unternehmen heißt das meist Training, was weiß ich, teilweise den ganzen Tag oder zweimal, dreimal in der Woche immer das Gleiche wieder erzählt. Ja, und da ist es natürlich vielleicht nicht so ungeschickt zu sagen, ich sage dem, gib dir einmal besonders Mühe und wir zeichnen das auf. Ja, und dann sollen sich die Leute das vorab anschauen und dann kommen sie in den Klassenraum und die Zeit, die ich dann habe, verwende ich für praktische Übungen und für Frage und Antwort, um halt tief in die Materie reinzugehen. Und da ist insbesondere der Treiber, dass halt in vielen Organisationen mittlerweile Videoplattformen, Multimedia-Plattformen da sind. Also das heißt, sowas wie man mit YouTube, Soundcloud kennt, gibt es als unternehmensinterne Variante. Dass die Bandbreiten da sind, dass Speicherplatz kein Problem mehr ist und dass über die Verbreitung von mobilen Endgeräten sowohl Kameras, Mikros, Videoschnittmöglichkeiten eigentlich bei allen Mitarbeitern vorhanden sind. Also da, wo man früher, ich weiß nicht, gibt es bestimmt einige, die sich da noch besser auskennen, ich habe so die Hausnummer im Kopf, so ein Coursera MOOC kostet ungefähr 150.000 Dollar, 150 bis 200.000 Dollar, den zu produzieren. Da wird aber auch geskriptet und Studio und geschnitten und Tontechnik und so weiter. Na, wir haben die ersten Unternehmen begleitet, die machen das wirklich mit eigenen Mitarbeitern vor der Kamera und mit iPhones aufgezeichnet und 40 Euro Mikrofonen dran. Also das ist so, weiß nicht, wir hatten es gestern in der einen Folie, die Demokratisierung der Technologie hieß es, glaube ich, da. Ja, also diese Werkzeuge kommen halt nach und nach in die Organisationen und zu allen Mitarbeitern. Ist dem Management nicht immer recht, also da gibt es auch so den einen oder anderen Reibungspunkt, aber ich denke, das ist ein Phänomen, das nicht aufzuhalten ist. So, das hat natürlich einen Einfluss auch auf Lerninfrastrukturen, also da, wo man vielleicht, wenn man mal so in virtuelle, physische Infrastrukturen denkt, bisher Weiterbildungskataloge im Intranet hatte, was an der Uni vielleicht ein Kurskatalog ist, und dann so innovative Sachen wie LMS und E-Learning-Plattformen hatte, auf der physischen Seite Büro, Besprechungsräume, Schulungsräume für Präsenzveranstaltungen,
kommt in den Unternehmen ein ganz breiter Strauß von Werkzeugen hinzu, wo so Sachen dazugehören, wie die erwähnten Multimedia-Plattformen, soziale Netzwerke, Wikis, Weblog-Plattformen, was einfach erstmal da ist als Infrastruktur und was von vielen Schulungsverantwortlichen überhaupt noch nicht so wahrgenommen wird. Also es gibt noch ganz viel so HR, Learning und Development-Verantwortliche, die sind gerade dabei, über hunderte tausend Euro, die sie in ihr LMS investieren, nachzudenken. Und gerade hat ein ganz anderer Player in der Organisation SharePoint eingeführt, Office 365 gekauft, IBM Connections gebucht. Ja, was man eigentlich als, wo man sich eigentlich freuen sollte und sagen sollte, klasse, super Lerninfrastruktur, aber ich muss die Offenheit haben, das irgendwie mit in meine Konzeption mit einzubeziehen. Und das passiert oft noch nicht. Das Gleiche auf Ebene der Räumlichkeiten. Das ist mal so ein Beispiel, habe ich glaube ich auch noch, Moment, ein bisschen größer. Das ist Teil vom Adidas Learning Campus, wo man sagt, neben den Schulungsräumen und PC-Training und so weiter, brauchen wir für das informelle Lernen Orte, wo Mitarbeiter gerne sind, wo sie sich gerne austauschen, wo kreative Sachen entstehen. Und so gibt es an den großen Adidas-Standorten eben so Spaces wie den hier, die sehr modular sind, die man umbauen kann, wo man Vorträge halten kann. Da laufen Speaker-Series, da treffen sich die Sales-Leute zum Austausch. Da gibt es freien Kaffee immer, da gibt es 3D-Printer-Sessions. Da ist das Fab Lab einmal im Monat, da sind die IT-Innovation-Leute. Also wo einfach ein Ort entsteht für den informellen Austausch. Ich weiß nicht, wer das Konzept des Third Place kennt von Ray Oldenburg. So neben, ist eigentlich die Idee, neben Arbeit und dem Zuhause noch einen dritten Ort zu haben, wo ich mich eben mit meiner Peer Group treffe. Und das ist genau der Ansatz, der da eben dahinter steckt. Und wer mal so googeln möchte, gibt es sehr viel so Phänomene, die mittlerweile weltweit sind, angefangen mit Hackerspaces, Coworking Spaces, Fab Labs. Das sind alles riesen Netzwerke, die entstehen, wo genau solche Räume im öffentlichen Raum entstehen. Und man stellt eben fest, dass das so Dinge sind, die in die Unternehmen mittlerweile eben auch schwappen. Auch der Telekom Shareground zum Beispiel in Berlin ist so eine Geschichte. Also da sind viele Unternehmen eben gerade dran. Ja, das hatte ich erwähnt. Auch ein Beispiel von Adidas, Adidas Media Lab. Ja, wir haben da hinten einen Techniker stehen mit doch ganz ordentlichem Equipment. Der winkt gerade. Kamera wahrscheinlich ein paar tausend Euro, wenn nicht fünfstellig. Fünfstellig sagt er. Nee, nicht 5000? Okay. 5.000 Euro und da ist massiv Technik aufgefahren. Was man eben sieht, ist, dass sage ich mal so, der Wissensarbeiter als Rebel without a Crew, ja, das sind die einzelnen Ingenieure, Entwickler, Konstrukteure, wer auch immer in den Unternehmen, sind mittlerweile technisch, sowohl hardwaretechnisch als auch softwaretechnisch in der Lage, das selber zu tun. Natürlich nicht in der gleichen Qualität, ja, nicht mit der gleichen, ich kaufe jetzt nicht für jeden eine 5.000 Euro Kamera und ein 1.000 Euro Videoschnittprogramm. Aber für das, was die brauchen, um irgendwas, was ich vielleicht 10-mal meinen Kollegen erklären muss, wenn der mich zum 3. Mal fragt, einmal auf Video aufzuzeichnen und bereitzustellen und in Zukunft nur noch auf den Link zu verweisen, das ist mit Spiegelreflexkameras, Camcorders, Smartphones und den entsprechenden Apps oder Softwarepaketen mittlerweile einfach da. Ja, bis hin zu, es gibt sogenannte Portable Software, das heißt Software, die ich auf USB-Sticks verteilen kann, wo ich ein Audioschnittprogramm, Videoschnittprogramm, Grafikprogramm einfach drauf habe. Ja, und das ist so der Ansatz auch in dem Adidas Media Lab. Das ist ein Raum, wo so Equipment eben vorrätig ist, wo ein Mitarbeiter kommen kann und sagen kann, wir führen jetzt gerade hier eine neue Software ein und wollen irgendwie den Leuten zeigen, wie die zu bedienen ist. Und dann kriegen die das Equipment und den Stick und kriegen auch noch die Einführung dazu, um sowas selber tun zu können. Nicht in der Qualität wie, ich gebe einer E-Learning-Agentur 10.000 Euro. Aber das führt auch oft dazu, dass ich es halt nicht mache in der Praxis. Dass halt dann doch eher das Word-Dokument mit ein paar Screenshots drin geschrieben wird, was aber dann im Sinne des Wissenstransfers nicht so gut funktioniert. Genau, dann ganz wichtiges Themenfeld, Lernen aus Prozessen. Ich gebe ein bisschen Gas. Die Folien sind ja, wie gesagt, verfügbar hinterher. Plan-Do-Check-Act-Zyklus aus der ISO 9001, also die Grundidee sozusagen auf jedem Prozess, immer wenn der durchgelaufen ist, bewusstes Lernen zu praktizieren. In Bereichen, wo Leib und Leben in Gefahr ist, ist es institutionalisiert. Ja, also wenn Sie so Squad-Teams bei der Polizei, Militärteams, die NASA und so weiter, dort ist es alles fester Bestandteil des Prozesses. Ja, weil wenn beim Start so eine Rakete in die Luft fliegt, ist schlechte PR. Blöderweise in den Bereichen, wo es in Anführungszeichen nur um Geld geht, das scheint nicht so wichtig zu sein, als dass man es da schon tut.
Also in vielen Bereichen der Softwareentwicklung, der Hardwareentwicklung wird sowas noch nicht gemacht. Ja, deswegen ist das ein interessanter Ansatzpunkt. Gibt es auch viele Methoden, nochmal zwei rausgegriffen, das Postmortem als Methode nach Projekten, Lessons Learned zu machen, oder eben die After-Action-Review-Methode, die aus dem militärischen Bereich kommt, ja, wie ich gemeinsam im Team reflektieren kann und daraus lernen kann. Ja, Beispiel von Schaeffler, die sind so in jedem Auto drin, überall wo sich was dreht, Radlager und so weiter, die haben für sich in den Projekten eine gewisse Kritikalitätsstufe definiert, ab derer sie Lessons Learned in Projekten immer tun. Und zwar nicht so, dass der Projektleiter aufschreibt, was gut und was schlecht war, sondern dass man im Team gemeinsam reflektiert, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, was man beim nächsten Mal verbessern will. Ja, kann man sich so leicht merken machen, Stichwort Fehlerkultur, hatten wir vorhin schon mal. Wenn ich eine Kultur habe, wo es eher gang und gäbe ist, Fehler unter den Teppich zu kehren, wird man merken, dass man so in den ersten Lessons Learn Workshops erstmal auch Kulturarbeit macht, dass das entsprechend normal ist, über Fehler zu sprechen und nicht sofort gesagt wird, du warst es, der den Fehler gemacht hat. Und dann gibt nämlich keiner was preis. So, das macht natürlich auch keinen Sinn, im Kontext der vernetzten Organisation nur innerhalb der Organisation zu machen, sondern gedanklich muss ich das auch in die sogenannte Extended Enterprise oder die erweiterte Organisation denken. Und ich muss diese Lernprozesse auch mit Lieferanten zusammen, mit Kunden zusammen, mit Partnern zusammen tun. Ja, wenn ich heute mal so ein typisches Automobilentwicklungsprojekt nehme, was schätzen Sie, wie hoch ist da die Fertigungstiefe? Also wie viel Prozent der Arbeit macht da der Hersteller noch selber? Wie? Ja, das ist, was war das? 30, 40. Ja, 20 ist ungefähr richtig. Also 80% wird in der Zulieferkette gemacht. Ja, das heißt, ein Großteil der Erfahrungen, die in der Entwicklung gemacht wird, inklusive auch der Erfahrung, wie funktioniert eigentlich Zusammenarbeit an den Schnittstellen, was meist genauso wichtig ist wie Erfahrungen, die ich zur Technik mache, passiert gar nicht mehr innerhalb der eigenen Organisation. Ja, und das heißt, das ist ganz wichtig, dass ich sozusagen solche Lernprozesse nicht nur intern mache, sondern die eben auch diese Offenheit und den offenen Umgang mit Fehlern in die Lieferkette hinein kultiviere und mit Firmen, wo ich halt an sich erstmal in so einer Auftraggeber-Lieferanten-Situation und Beziehung stecke, auch dort offen mit Fehlern umzugehen. Ja, und nicht zu sagen, aha, du hast den Fehler gemacht, deswegen geben wir das nächste Mal gleich mal 100.000 Euro weniger, weil wir wissen, du machst viele Fehler. Ja, das ist der beste Weg. So Stichwort Lopez, der beste Weg, Offenheit da nicht zu generieren. So, jetzt springe ich hier mal ein kleines Stück vor. Was ganz wichtig noch ist, Strategieprozess ist auch ein Lernprozess. Ja, das ist ja oft so, das Top-Management, will ich sagen, sieht das, was es tut, so als Gott gegeben. Da gibt es andere Organisationen, die so verfahren, aber Strategie wird oft nicht hinterfragt. Also wir haben noch oft so Prozesse, Strategiedefinition, Strategieimplementierung. Ja, und es fragt eigentlich dann hinterher gar keiner mehr so richtig drüber nach, was haben wir uns da vor 5 Jahren vorgenommen, wo sind wir eigentlich rausgekommen und was lernen wir daraus? Also Strategieprozess ist genauso wie ein Projektprozess, ein ganz normales Objekt, wo ich sagen kann, bevor ich mich an die Strategie 2020 mache, denke ich mal drüber nach, was in der Strategie 2015 alles schiefgelaufen ist und was ich daraus lernen kann. Ja, das ist in, weiß nicht, wie das jetzt in einer Uni-Organisation ist, da habe ich natürlich die Problematik in der Firma, der Hierarchien, ne, dass soweit je mehr ich nach oben komme, ne, desto mehr ist da oft so ein Habitus da, der Fehler mache ich ja nicht. Ja, also die Offenheit, überhaupt mal gemeinsam darüber zu reflektieren, über die letzte Strategie. Und dazu ist eben notwendig, da braucht man die Führungsmannschaft an Bord. Und das ist auch das letzte Kästchen, was ich hier drin habe, und zwar in zwei Rollen. Die eine Rolle ist die, zu sagen, wenn ich ein Manager bin, der mit 50 Jahren eine bestimmte Position erreicht hat, bin ich mit meinem Lernprozess nicht fertig, sondern ich muss immer noch lebenslanger Lerner sein. Ja, also der Manager wirklich auch als Schüler, könnte man sagen, weil man das in der Praxis nicht so machen würde. Und er ist natürlich der Lernbegleiter seiner direkten Mitarbeiter. Also er muss dafür sorgen, dass seine Mitarbeiter auch weiter lernen. Ja, wenn jemand sich hinsetzt an den Schreibtisch und trägt mal irgendeine Aufgabe in einem Wiki zusammen und beschreibt, wie die geht, und der Abteilungsleiter läuft hinten vorbei und sagt, was, du hast Zeit, in einem Wiki zu schreiben, hast du nichts zu tun, ja, dann wird er das genau einmal machen. Ja, oder wenn der Mitarbeiter mal sagt, ich setze mich mal einen Tag in Starbucks und lese mal irgendein Buch, was für meine Arbeit wichtig ist, und der Abteilungsleiter schon sagt, oh, der ist nicht am Arbeitsplatz, der arbeitet nichts,
Ja, dann sind solche Ansätze sofort zunichte gemacht. Also ich muss, egal wo ich anfange, ich muss die Führungsfiguren, die da entsprechend sind, die muss ich mit an Bord haben. Ne? Nicht umsonst sagt man, Mitarbeiter, Employees join organizations and leave bosses. Ja, also der direkte Vorgesetzte ist ganz entscheidend dafür, ob das mit dem Lernen funktioniert oder nicht. Ja, und auch da nochmal aus dem Adidas-Projekt ein Beispiel. Herbert Heiner, der Vorstand von Adidas, der eben hier ganz explizit sagt, er will bei seiner Führung einen nicht politischen Führungsstil, einen kollaborativen Führungsstil, und er will, dass Adidas langfristig eben diese Entwicklung in Richtung lernender Organisation vollzieht. So viel zu den Beispielen. Jetzt kann man natürlich sagen, alles schön und gut, aber wie kriegt man das hin? Und jetzt kommt so ein bisschen das, wo ich glaube, weiß ich nicht, ob 100 Jahre, aber das wird eine Weile brauchen. Das, was in den letzten Dekaden passiert ist, ausgehend von Taylor und dieser doch sehr mechanistischen Sicht auf Organisationen, ist, dass wir eine große Ausdifferenzierung hatten in den einzelnen Managementdisziplinen. Ich habe da mal nur so ein paar Beispiele hingeschrieben. Also wenn Sie nehmen Sie mal so einen Konzern, 50.000 Mitarbeiter, dann sind das alles einzelne Abteilungen. Ja, die IT hat nichts mehr zu tun mit dem Talentmanagement, und die haben nichts mit Kompetenzmanagement zu tun, und die Mitarbeitergespräche designen, sind ganz andere Leute. Das heißt, es ist völlig entkoppelt. Das ist oft in der Organisation, sind es Leute, die vielleicht auch um Budgets streiten, also wer kriegt irgendwas finanziert. Und ich denke, für dieses Thema Wissensmanagement braucht man aus diesen Disziplinen ganz viele Leute, um diesen großen Tanker irgendwie in Bewegung zu bekommen. Und das heißt, wir müssen irgendeinen Ansatz finden, und das ist eigentlich für mich der Kern auch von Management 2.0. Wenn wir diese lernende Organisation Wirklichkeit werden lassen wollen, dann müssen wir es schaffen, dass diese Leute zusammenarbeiten. Die müssen wir nicht in eine Abteilung stecken, aber die müssen wir dazu bringen, zu sagen, Wissen und Lernen ist für unsere Organisation wichtig, und was bedeutet das für meinen Teilbereich und wie stimme ich mich mit anderen ab und wie hat eine IT mit im Kopf, dass die Plattform, die sie gerade einführt, die Facebook-artig ist, irgendwas mit Lernen zu tun hat. Und wie kriege ich es hin, dass ein Personal nicht sagt, wir bauen aber ein Learning-Management-System auf, weil IT hat ja jetzt SharePoint gemacht und davon wollen wir uns differenzieren. Wir wollen ein eigenes System mit eigenem Logo, und das soll unser Baby sein. Ja, und das ist was, das wieder zusammenzubringen, ist, glaube ich, eine riesengroße Herausforderung, wo es in den letzten Jahren, wenn man jetzt mal aufs Wissensmanagement der letzten 10 bis 15 Jahre schaut, meiner Meinung nach zwei Ansätze gab, der Verankerung, also wie kriege ich das Thema verankert, die nicht funktioniert haben. Der erste Ansatz war der, einen sogenannten Chief Knowledge Officer zu fordern, also so ähnlich wie ein Chief Financial Officer oder ein Chief HR Officer, jemand auf Vorstandsebene, der für das Thema Wissen zuständig ist. Gab es vereinzelt ein paar, gibt es auch noch ein, zwei Unternehmen, die das haben, aber das ist was sich, glaube ich, nicht durchsetzen wird, was auch nicht sinnvoll ist. Zweiter Ansatz, der probiert worden ist auf Ebene dieser Stabliniensysteme, sich sowas vorzustellen wie eine Wissensmanagementabteilung. Das gibt es öfter, also Airbus hat sowas, Schaeffler hat sowas, Festo hat sowas, Siemens hatte sowas. Das hat schon so ein bisschen besser funktioniert. Die Problematik ist da, dass ich sofort auch wieder so ein Gerangel bekomme mit den anderen, die da in der Kette stehen. Also auf einmal spreche ich über Lernen und da steht schon Personal und die sagen, ihr wildert da aber jetzt in unseren Gründen. Also weiß ich nicht, ist besser geeignet. Ich glaube, man kann aus der Disziplin des Qualitätsmanagements und aus der Disziplin des Projektmanagements was lernen. Im Qualitätsmanagement ist es nämlich so, dass ein Qualitätsmanagementbeauftragter gefordert wird und der eine direkte Linie haben muss zum obersten Management und für die Koordinierung des Qualitätsmanagements in der Organisation verantwortlich ist. Und es ist relativ egal, wo der hängt in der Organisation. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt zu sagen, man fordert nicht eine bestimmte organisationale Verankerung, sondern man fordert erstmal einen Kopf. Ja, und der Kopf muss nahe an dem Gestaltungs- und dem Machtzentrum der Organisation sein. Dass der das nicht alleine stemmen kann, ist klar. Das kann man sich vielleicht aus dem Projektmanagement abschauen. Die Firmen, die sehr projektorientiert sind, dort werden sogenannte Projektmanagement-Offices eingerichtet, wo ich sehr viel Projektmanagement-Kompetenz, Methodenkompetenz, teilweise auch Leute sitzen habe, die ich mir als Projektmanager in mein Projekt ausleihen kann. Und parallel dazu könnte man sich sowas wie ein Wissensmanagement-Office vorstellen, wo eben zum Beispiel Methodenexperten sitzen, wo Leute sitzen, die
Lessons Learned moderieren können, Working Out Loud einführen können, ne, wo es einfach keinen Sinn macht, die überall in der Organisation zu haben, sondern dort habe ich so eine Zentrale. Und damit ich jetzt aber irgendwie auch hier in diesen ganzen Apparat auch hineinstreuen kann, das geht nämlich in der Regel nicht per Top-Down, ich befehle, so muss es sein und dann funktioniert es, brauche ich, glaube ich, irgend sowas wie ein Multiplikatoren-Netzwerk, was das in die Organisation trägt. Und das kann man zum Beispiel im Moment schön sehen bei der Firma Continental, die auch so ein soziales Netzwerk einführt und die insgesamt über 400 solcher, dort nennt sich das Guide-Network, also Leute hat in einem Netzwerk, die sehr gut wissen, was man mit dem System anstellen kann und die das dann in ihren regionalen, lokalen Kontext übertragen können. Also das sind, glaube ich, drei Komponenten, über die man mal nachdenken könnte. Wie gesagt, wir haben 100 Jahre Zeit, also vielleicht hat der eine oder andere dann bis zum nächsten Jahr eine Idee. Für die das alles nach Raumschiff Enterprise klingt, muss ich sagen, nee, ist es nicht. Wie gesagt, mit der Neuformierung der ISO 9001-Norm im Herbst 2015 wird all das, was ich erzählt habe, eigentlich wird zum Standardrepertoire des Managements gehören. Und es gibt einen Übergangszeitraum von 3 Jahren. Und ab dann werden Auditoren auftauchen in den Firmen, die genau danach fragen, die nach dem Einzelprozess fragen, wie stellt ihr sicher, dass euer Wissen verteilt wird entsprechend? Wie stellt ihr sicher, dass ihr die Bedürfnisse des Markts irgendwie erkennt und eure Produkte sozusagen danach entwickelt? Ja, wenn ich da sage, ich habe einen Leiter der Entwicklung und der weiß schon, was zu tun ist, werde ich da ein großes Minus haben. Wenn ich sage, ich habe einmal im Jahr ein Barcamp mit meinen Kunden und versuche herauszufinden, was die eigentlich wollen im nächsten Jahr von mir, könnte das schon eher zu einem Plus führen. Ja, und diese Normen, wie gesagt, das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber man merkt auch so, diese Normierungsgremien fangen an, diesen Bedarf an Wandel im Management sozusagen mit nachzuführen und den sozusagen Stand zu geben. Und ich glaube, das gibt dem Ganzen nochmal einen entsprechenden Schub dem Thema und bringt es letztendlich, das ist für mich so der letzte Aspekt von 2.0, von der Kür. Ja, bisher ist so, ich kann es machen, wenn ich es nicht mache, ist auch gut. Eigentlich zu einer Pflicht. Ja. Und das könnte in einer Organisation, die das nicht will, sicher auch nochmal so ein Druckmittel sein. Und damit bin ich am Ende. Beantworte gerne noch Fragen und danke Ihnen erstmal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Applaus